Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Bed Wars. Es sollte jetzt eigentlich die 104. Folge sein, weil ich ja wieder eine neue Map vorstelle von Minecraft Bed Wars, die sich Antic nennt. Es gibt heute doch nicht die Village Map, so wie ich in der letzten Folge mal angekündigt habe, weil die einfach nicht, keine Ahnung, es kam halt gerade Antic und kein Village und dann dachte ich mir halt, spielen wir mal Antic. Das ist eine 4x2er-Map, das heißt, wir hoffen einfach mal, dass wir einen guten Teampartner finden. Es ist eine Full-Premium-Runde zurzeit, das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Wir sind wieder im Opfer-Team. Das ist ein bisschen traurig. Egal, Leute, vielleicht reißen wir es ja trotzdem. Aber erstmal, es geht ja eigentlich darum, nur die Maps zu bewerten. Und die finde ich, ja. Also. Ja, er schreibt auch schon so, lol, was für eine Map. Und genau das habe ich mir jetzt gerade auch gedacht. Das finde ich jetzt im Moment ein bisschen so ungewöhnlich für den Gommes-Server, würde ich mal sagen. Weil ich hätte jetzt eigentlich auch eher sowas wie wie zum Beispiel halt solche Maps wie Old World oder sowas, als irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Also. What the fuck, wie schnell ist man denn hier in der Mitte, bitte? Und wie schnell die auch alle da sind. Aber ich kann direkt zu Gelb rushen, theoretisch. Oh mein Gott, komm schon, Tom, do it. Nein, sie haben mich erwischt, aber ich habe den mit Gold runterbekommen. Den Ayugym. Also man muss richtig auf sein Bett aufpassen auf dieser Map. Das bemerke ich jetzt schon. Das heißt, wir schnappen uns ein wenig Smooth Sandstone. Und bauen einen kleinen Umriss um unser Bett hier, damit das gegen erste Angriffe schon mal ein wenig gesichert ist. So. Ja, ich spiele die Map natürlich auch zum ersten Mal. Sie ist ja auch erst heute hinzugefügt worden, denke ich. Lass mich mal bitte hier zu Team Gelb gehen, wenn das deinen Vorstellungen entspricht, weil ich das gerne mal ausprobieren möchte. So, 3, 2, 1 und. Oh, er hat mir dicke Combo gegeben. Also, er hat mich in der Luft gehittet. Das war ein bisschen böse. Fand ich ein bisschen nicht so nett. Oh, Dankeschön. Super. Also, wir haben auf jeden Fall einen Teammate, der played. Bist auf YouTube. So, sehr schön. Hupsala. Ja, weil. Weil ich auf. Ach, ich kann nicht schreiben. Ach Mann. Aufnehme. Stark. Du bist auf YouTube. Warum? Hab ich gehackt oder so? Nee, mein Freund. Du bist in einer neuen Map-Vorstellung dabei. Von der Map, ja, gute Frage. Wie heißt du nochmal? Antic nennt sich das gute Ding. Er hat mich dicke comboed, alles klar, aber macht nichts. Hauptsache, wir haben ihm den Weg freigeräumt. Weil ich habe teilweise gerade auch irgendwie auf den neuen Maps merke ich ein paar Probleme hier mit in Sachen Lags. Tatsächlich. Ich weiß natürlich nicht, ob es an den Map liegt, an den Maps liegt oder zum Beispiel an der Logitech Webcam Software. Muss ich mal alles überprüfen, ob die irgendwie mehr frisst als mein altes Programm. So. Dich würde ich schon gerne jetzt ein wenig töten. Danke. Nice, schreibt er. Weiß ich doch. Nein. So, okay. Das eine Bett haben wir schon mal. Damit, wo ich mich die ganze Zeit rumkriege. Erdenbogen, das ist aber ein bisschen unfreundlich. Also ist kein netter Empfang. Ich habe gerade immerhin ein Bett zerstört, ne? Ah, schade. Ich dachte, ich könnte ihn umlaufen. Hat nicht funktioniert. Ich denke, mein Mate hat. Keine Sachen mehr. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass er einen Bogen und so hat. Ist er wohl drauf gegangen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber ich glaube, auf dieser Map ist es auch echt schwer. Ja gut, ne? Kann man jetzt meinen, wie man will. Aber auf dieser Map ist es auch echt schwer anzugreifen, weil man halt so leicht immer runtergekickt werden kann. So, pass auf, jetzt wieder. So, jetzt wird er hier ein bisschen ausgetrickst.
und damit ist er auch schon runtergeflogen. Puh, das war kurz ein wenig actionreich, aber hat ja alles funktioniert, so wie es sollte. Okay, wir müssen nur die hier alle im Schach halten und jetzt auf ein bisschen Gold hier sparen. Das heißt, wir lassen die einfach hier nicht kommen. Also er muss mal kurz... Okay, okay, da ist Gold. Mehr brauche ich gar nicht. Hauptsache, ich hoffe, er schießt mich jetzt hier nicht... Oh, er schießt schon auf mich. Er hat mich schon gewittert. So, aber da haben wir kurz hier ein bisschen getrickst. Und mein Mate rockt auch ganz schön. Jetzt ist er gerade runtergefallen. Macht aber nichts, da wir den Bogen hier haben. So. Alles klar. We got the ball, my friend. Das heißt, wir sind schon mal ein bisschen sicherer halt, ne? Das wollte ich damit ausdrücken. Weil wenn jetzt soll erstmal einer kommen. So. Dann werde ich mich mal kurz zum Eisen begeben, um mir auch ein sogenanntes Schwert zu kaufen. Alles klar. Und vor allem Chestplate. Und Chestplate ist sehr wichtig. Chestplate ist sehr, sehr wichtig, Leute. Also immer Chestplate anhaben, bitte. Und was noch wichtig ist, ist ein Helm. Und eine Hose und Schuhe. Okay, ich habe tatsächlich gerade im Moment ein paar kleine Standbilder. Was auch immer das soll. Ach so. 1, 2, 3. Und die 3. So, das kommt auf die 2. Und dann denke ich, können wir so jetzt auch arbeiten. Vermute ich zumindest mal. So, ich denke, der Rote ist nicht mehr in the middle. Wo ist der Rote? Ach, der ist da oben. Lol, ja, dann mache ich gerade Team Rot mal eben. Zügig. Ja, ja. So ja schon mal. So ja schon mal nicht, Freundchen. Okay, alles klar. Let's go. Sehr gut. Und zack. Einer tot. Ja, ich habe natürlich vergessen, aus der Lobby rauszugehen in den Aufnahmeraum. Ist halt Turm-Style. Kann man nichts dran machen. Ist manchmal einfach so. So. Ich glaube, der rote Bau bedarf mal ein bisschen Hilfe bei Blau, die ich ihm natürlich nicht so leicht bieten werde. Team Rot ist jetzt auch vernichtet, sowieso. Das heißt, wir bewegen uns jetzt mal ganz sneaky hier hoch. Boah, Alter, diese Map hat auch echt coole Seiten. So viel kann man ihr lassen. So, jetzt ist nur noch einer in der Base. Dann kommt der Tor mal von oben. Okay. Ja, keine Ahnung, wie ich hier dran gehen soll halt, ne? Oh ne, jetzt kommt der andere auch wieder, der Bruder. Ja, ich bräuchte hier gerade langsamer Hilfe. Okay. Mann, ich brauche Hilfe. Kollege, Mate. Alter, er gibt mir dicke Combo. Ja, geil. Wo ist mein Mate? Dankeschön. Dankeschön, lieber Teammate, dass du mir so stark geholfen hast. Er ist tot. Das ist ein bisschen unpraktisch. Hat was von Unpraktischkeit. Die haben ihr Bett leider auch dick eingebaut. Also wir sollten vielleicht auf eine... Wir sollten das jetzt nicht zu leicht angehen vor allem. Weil wir hatten schon so ein bisschen das Gefühl von Vorteil, hatte ich das Gefühl. Jetzt habe ich unter Umständen ein kleines Problem. Nee, ich kann mich zur roten Base verziehen. Alles klar. Dann gönne ich mir natürlich auch noch das Eisen auf dem Weg. Ich meine, wenn man schon mal on the way ist... wir können uns jetzt auch ein Eisenschwert holen, weil den besten Bogen haben wir gar nicht nötig, tatsächlich. Wir holen uns nur den zweitbesten. Das ist eine Taktik von mir, die habe ich irgendwann mal ausprobiert. Und sie funktioniert eigentlich ganz gut, weil der hat halt Power. Und mehr als Power brauche ich auch gar nicht. Und dann brauche ich nämlich auch noch hier die Spitzhacke. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Solange unser Mate jetzt auf unser Bett aufpasst, ist alles gechillt. Wenn das funktioniert, dann brauche ich auch gar nicht mehr. Weil den Rest werde ich jetzt hoffentlich erledigen. Ich werde mir jetzt nämlich das kaufen und ich werde mir Spinnenweben kaufen, Leute. Und dann seht ihr mal die, also ich will jetzt nicht sagen, die Tobi-Taktik. Aber Tobi wendet die eigentlich oft an. Ich weiß nur nicht mit dem Spinnenweben, aber Tobi macht sowas auf jeden Fall gerne.
Ich bin ja mehr so der Top-Taktik-Typ, der sich von oben zu den Gegnern baut. Tobi macht das ganz gerne, so wie ich das euch jetzt zeigen werde. So, da habt ihr schon die Effektivität des Bogens hier gesehen, des Level 2er Bogens. Der ist auch eine starke Waffe, weil der eben diese Power hat. Ey, komm, Freundchen, das kannst du jetzt aber nicht bringen. So leicht lasse ich mich nicht runterkicken. Also, ne? Okay, er will's wissen. Ja, ich brauche nur deren Spawnpunkt einmal zu wissen. Dann habe ich das ganze Knowledge, was ich brauche, um die einzubauen. Und dann, also um einen Spinnweb zu setzen. Und dann ganz gechillt deren Weg abzubauen. Da ist der gut equipte leider. Okay, mein Mate macht gerade das Bett. Ich bin tot. Das war unpraktisch. Sehr gut, er hat das Bett. So muss das sein, mein Mate. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass da noch einer von uns war. Leider, ich verstehe nicht, wie ich heute kämpfe, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. So, das ganze Gold ist eingesammelt. Oh, einer kommt, einer kommt, einer kommt. Achtung. Einer kommt. Oh nein! Oh Gott, Leute, das kann ich doch nicht bringen. Lass mich sterben, sehr gut. Komm, 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 komm zurück, komm zurück. Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen. Ich hole mal Eisen. Falls wir das benötigen. Obwohl der uns so leicht fertig machen kann. Er kommt, alles klar. Ich hole mir eine Chestplate und versuche... Ich glaube, ich habe das Gefühl, er ist ganz gut im PvP. Leider, muss ich dazu sagen. Aber wir können ihn natürlich kriegen, weil er kein Bett mehr hat. Aber wir haben ja auch noch Eisen, alles klar. Sehr gut. Und mein Mate hat ihn. GG, Mann. Guter Mate. So, sehr schön. Hat doch gut funktioniert, muss ich sagen. Wir haben zwei zerstörte Betten, also die Map, muss ich sagen. Daumen nach oben. Wie findet ihr sie? Also ich... Wild West und die, beides First Rise jetzt. Und beide finde ich schon ziemlich fett. So viel kann ich sagen. Und ja. Dann gucken wir uns mal bald die nächste an, ne? Da wäre ich dann sowas wie für Flowers. Dragons! 8x4! Holy shit! Okay, Leute, ich glaube, ihr wisst, was wir jetzt in der nächsten Runde spielen werden. Also, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Haut da rein und ciao!